Ja, dann lass uns loslegen. Thank you.
So, auch hier für die Brandenburger, also liebe Brandenburger, kommt gerne jeden Montag mit auf 19 Uhr mit uns spazieren für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Und wenn ihr euch am 8.4. bei der Bundespressekonferenz Herrn Lauterbach anhört und Herrn Wieler, dann hört ihr dort, dass wir bei Atemwegserkrankungen sind, die vor Zeiten von Corona stattgefunden haben. Das heißt, es gibt keine Pandemie mehr. Und das sollte doch jedem zu denken geben, warum die Maßnahmen dann weiter aufrechterhalten bleiben. Und Herr Lauterbach keine Lockerungen sieht und keine weiteren Möglichkeiten. Und er kündigt bereits an auf der Bundespressekonferenz am 8.4., dass es ab Herbst wieder weitere Maßnahmen wie Maske tragen und so weiter geben wird. Weil die Impfung und der Booster bis dahin ihren Schutz verloren haben. Das sind seine Worte auf der Bundespressekonferenz. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, einfach Wahnsinn. Achso, und auch die Krankenhausbesuche, sagte Herr Wieler, sind wir auch auf Vor-Corona-Niveau. Auch sehr spannend. Also gerne von uns abschneiden und auch Vorsuch mal stellen. Das ist wirklich sehr schön, dass man da hier auch von Corona hat. Jeden Montag 19 Uhr, kommt gerne zum Montagsspaziergang. Lasst das Auto stehen. Ihr hört ja die Politiker, frieren für den Frieden oder kalt duschen. Das wird Energiesparmaßnahmen sollen betrieben werden. Wenn ihr auch der Politik die rote Karte zeigen wollt, kommt mit raus auf die Straße, so viel wie viele Menschen bundesweit, jeden Montag. Und lasst uns gemeinsam füreinander einstehen. Ihr mit euren Pokémon. Über die Hose. Thank you.
Heute nicht mit so vielen gerechnet nach dem letzten Montag, deswegen haben wir heute nur ein Lautsprecherfahrzeug mit, aber es ist schön zu sehen, dass jetzt doch so viele geworden sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid wieder. Vielen, vielen Dank. Und einmal Willi bitte nach vorne.
Hallo, liebe Neubrandenburger. Jeden Montag 19 Uhr könnt ihr uns gerne begleiten, wenn ihr auch der Politik die rote Karte zeigen wollt und für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung mit auf die Straße kommen wollt. Traut euch einfach mit rauszukommen und für uns und unsere Kinder einzustehen. Schaut einfach, was passiert. Am 7.4. wurden über die Impfpflicht Vorschläge abgestimmt und der Vorschlag, die zwei Vorschläge, die für freie Selbstbestimmung waren, haben 600 Gegenstimmen erhalten und nur ca. 80 Ja-Stimmen. Das sollte jeden doch ein paar Sorgenfalten auf die Stirn jagen. Denn wenn ihr mal einen Booster nicht mehr vertragt und ihr später auch einem Zwang unterworfen seid, dann ja, habt ihr vielleicht ein kleines Problem. So wie einige Spaziergangsteilnehmer, weil die Impfnebenwirkungen nicht richtig erfasst werden, Ärzte sich vor der Arbeit scheuen oder auch gar nicht in den Stand platzieren wollen. Das sind alles Themen, die besser jetzt im Aufzimmer wieder hochkommen, die Weg zur Welt hervorbringen, auch ein Impfmann. Das ist natürlich in der Welt, wenn wir jetzt die Nachrichten Gegenseite und da muss man jetzt sehen, die AfD hatte dort zum Beispiel auch als Experten mit befragt, die Vertreter der Ärzte und des Gesundheitswesens, und ja, diese haben, dann wurden dort Studien angesprochen, die weltweit die Impfnebenwirkungen dokumentieren. Und ob das der Grund ist, warum sich das medizinische Pflegepersonal nicht impfen lässt, da sagt die Vertreterin ja, weil die die ganze Zeit auf den Stationen diese Impfnebenwirkung sehen und sich deshalb nicht impfen lassen wollen. Ja, und dann ja, gibt es dort eben noch andere Professoren und alles, die man dort sich anhören kann. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber es ist sehr spannend, weil diese Impfnebenwirkungen auch dort angesprochen werden und es aber so irgendwie keinen interessiert. Ich hatte letzte Woche auch darauf hingewiesen, auf das Papier 20477, das kann jeder auf der Seite des Bundestags abrufen. Diese Fragen, das sind 6 Seiten, kann sich jeder durchlesen. Unsere Bundesregierung weiß nichts. Sie gibt sogar zu, dass die Menschenbelegung in Kuba
bezogenen Impfpflicht betroffen ist. Sie wissen nicht, wie viel Personal uns fehlen wird. Das ist so relativ klein. Grundgesetz hat momentan versagt. Denn in diesem Grundgesetz, was unsere Verfassung sein soll, kann jeder Schmierfink jederzeit drin rumkritzeln und unsere Freiheitsrechte beschneiden. Das muss man sich überlegen. Da kann jeder Politiker und jeder im Bundestag ständig das abändern. Das haben wir jetzt in den 2 Jahren gesehen. Das geht ganz einfach. Und darüber sollten wir alle nachdenken, wie sowas sein kann. Wenn das unsere Verfassung ist, die uns Bürger schützen soll, wie dann jederzeit diese abgeändert werden kann. So, und jetzt übergebe ich kurz an Willi, der hier reden sollte und auch eigentlich nach vorne gekommen ist. Willi, da kommt er. Dann überbrücke ich noch kurz für die Anwohner hier auch nochmal. Impfnebenwirkungen werden nicht richtig erfasst. Leute, die darüber sprechen, wie der Vorstandsvorsitzende der Krankenkasse Big Herr Provita, der von 2,5 Millionen bis 3 Millionen Impfnebenwirkungen gesprochen hat, wurde entlassen. Und das in einer Demokratie, wo wir doch Meinungsfreiheit haben und genau auch solche Zahlen brauchen, um die Gegenseite zu sehen. Ja, hallo ihr Lieben, hallo liebe Leute hier im Katharinenviertel. Ich möchte nur auf eine Widersprüchlichkeit aufmerksam machen oder auf etwas, auf das wir alle achten sollten, wie wir miteinander kommunizieren. Wenn wir uns impfen lassen und gesund sind, dann heißt es, die Impfung hat gewirkt. Wenn wir uns impfen lassen und leichte Symptome haben, leichte Corona-Symptome, dann heißt es, zum Glück haben wir uns impfen lassen, sonst hätten wir einen schweren Corona-Verlauf. Wenn wir einen schweren Corona-Verlauf haben, obwohl wir uns haben impfen lassen, dann heißt es, zum Glück habe ich mich impfen lassen, zum Glück habe ich nur einen schweren Verlauf, ansonsten wäre ich ja gestorben. Und wenn man sich hat impfen lassen und trotzdem an Corona stirbt, dann heißt es, zum Glück habe ich mich impfen lassen. Schade, dann sagen die Verwandten, schade, dass die Person gestorben ist. Aber sie wäre sonst schmerzvoller gestorben und sie wäre sonst gequält worden. Also egal, was passiert, liebe Leute, die Impfung wird immer schön geredet. Ob ich einen leichten Verlauf habe, dann heißt es, ja, zum Glück hast du dich impfen lassen. Sonst hättest du einen schweren Verlauf. Und wenn jemand sich hat impfen lassen und hat einen schweren Verlauf, dann heißt es, ja, zum Glück hast du dich impfen lassen, sonst wärst du daran gestorben. Verstehen Sie, liebe Leute, hier im Katharinenviertel, noch einmal, egal was passiert, die Impfung wird immer schön geredet. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr auch für Frieden seid,
wenn ihr für Freiheit seid, wenn ihr nicht möchtet, dass wir hier drangsaliert werden von irgendwelchen Maßnahmen, wie Masken tragen, überall testen lassen und so weiter, seit 2 Jahren das gleiche Spiel, seit 2 Jahren werden wir drangsaliert, seit 2 Jahren leben wir leider nicht in Freiheit. Und wir gehen hier für Frieden, für Freiheit und für Selbstbestimmung auf die Straße. Selbstbestimmung, weil wir selbst bestimmen wollen, ob man sich impfen lassen soll oder impfen lassen will oder nicht. Jeder sollte die eigene Entscheidung haben. Jeder sollte die eigene Wahl dazu treffen können. Und wenn ihr auch der Meinung seid, der gleichen Meinung seid wie wir, dann kommt mit uns raus, geht mit uns gemeinsam auf die Straße. Wir treffen uns hier in Neubrandenburg auf den Marktplatz. Jeden Montag um 19 Uhr. Und ihr, liebe Leute, hier im Katharinenviertel, ihr seid alle herzlichst eingeladen. Vielen, vielen Dank und einen großen Applaus an euch. So, wofür sind wir hier? Für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden! Und es geht weiter. Vielen Dank. Und vielen Dank, liebe Neubrandenburger, dass ihr zugehört habt. Und vielleicht sehen wir uns ja das eine oder andere Mal auf dem Spaziergang, jeden Montag 19 Uhr auf dem Marktplatz. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Alles Gute für Sie. Schön, dass Sie mitpfeifen und uns unterstützen.
Teilen und liken, bitte. Thank you.
50% Öl, jetzt nur noch 50% Gas und ungefähr 50% Kohle aus Russland. Denkt mal darüber nach, wie wir das alles ersetzen wollen. Das geht auch nicht mit Flüssiggas, weil diese Schiffe gar nicht die Kapazität haben, um das zu fassen. Darüber sollte jeder einmal nachdenken. Außerdem hat Deutschland gar keine Terminals, um diese ganzen Schiffe zu entladen. Es betrifft also uns alle. Und auch die Maßnahmen, die hier weiterbleiben, obwohl in allen Bundesländern außer Hamburg schon Aufhebungen da sind, bleiben sie. Und unsere Ministerpräsidentin hat mal ganz entschieden, dass unser ganzes Bundesland Hotspot wird. Das sollte für einzelne Gebiete gelten und nicht für ganze Bundesländer. Die Kinder müssen hier weiter mit Maske laufen, wir müssen uns testen. Und das, obwohl der Lila am 8.4., der Tierarzt von der RKI, der hat am 8.4. in der Bundespressekonferenz gesagt, dass wir bei Atemwegserkrankungen vor Corona-Zeiten angekommen sind und bei der Krankenhauspflegung. Und Herr Lauterbach sagt, er kündigt schon an, dass wir am Herbst wieder Maske tragen dürfen. Das ist unser Gesundheitsminister und der wird es wissen. Und der wird das auch durchsetzen. Das sieht man ja, dass er so alles fabriziert hat. Und er hat auch schon die Millionen Impfdosen im Voraus bestellt, damit natürlich sich alle Menschen weiter impfen lassen sollen. Bitte denkt darüber nach und schaut, das beschäftigt euch mit den Abstimmungsergebnissen vom 7.4. im Bundestag. Dort standen 4 Vorschläge zur Abstimmung. Beide Vorschläge zur freien Selbstbestimmung der Impfung wurden mit 600 Stimmen abgelehnt. Das sollte jedem Sorgenfalten auf die Stirn zaubern. Wirklich jedem. Beschäftigt euch damit. Auch im Bundestagsausschuss, und das könnt ihr dort ebenfalls nachlesen, da sind 3 Stunden. Dort werden die Vertreter der Ärzte befragt, warum sich das medizinische Personal nicht impfen lassen will. Weil sie aus den ganzen Studien, die hier in Deutschland nicht verbreitet werden, die ganzen Nebenwirkungen sehen und die Menschen mit Nebenwirkungen behandeln. Es gibt so viele Nebenwirkungen und mittlerweile berichten auch teilweise unsere Medien darüber. Bitte, liebe Mitmenschen, schaut euch das an und lasst uns gemeinsam für unsere Freiheit auf die Straße gehen. Dieser Politik muss Einhalt geboten werden und das geht nur gemeinsam. Nur wenn wir alle zusammenstehen und sagen, hier geht's nicht mehr weiter. Wir haben Politiker in Ämtern, die haben keine Ausbildung, die haben kein Studium, die haben gefälschte Doktortitel, die lügen die ganze Zeit. Was wollt ihr noch? Also ich möchte nicht weiter von solchen Politikern regiert werden, die sich auch noch Taschen voll machen, Cum-Ex-Skandal haben, das deutsche Volk um ihre Steuern betrügen und Wirtschaftslobbyismus betreiben. Und wenn ihr die Jüngste, das Bundestagsküken, Frau Fester, im Bundestag zuhört, die für eine Impfpflicht ist und dort redet, dass sie enthaltsam war. Und wenn die Wahrheit sie dann überführt, dass sie doch in Corona-Zeiten im Urlaub war, weil sie von dort aus gegrüßt hat auf Twitter. Ja, dann wo sind wir dann angekommen? Dieses junge Mädel ist 23 Jahre bestimmt über uns und hat noch nicht mal gearbeitet im Leben wirklich und hat nicht mal eine vernünftige Ausbildung. Irgendwas läuft schief in unserem Land. Darüber sollten wir alle dringend nachdenken. Das seht ihr jetzt an der Politik. Wer Frieden will, schickt keine Waffen. Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wir können uns keinen Krieg hier in Europa erlauben. Das wissen wir alle aus der Geschichte. Jeder hat im Geschichtsunterricht aufgepasst. Und diese Politiker schicken weiter Waffen in einen Konflikt. Wir müssen beide Parteien wieder an einen Tisch holen und miteinander reden. Das ist ganz wichtig und da müssen wir die Politik hinführen. Oder wollt ihr frieren für den Frieden, wie Herr Gauck das euch gesagt hat? Wollt ihr kalt duschen, wie die Europapolitikerin das gesagt hat und sagen, ja Putin, wir geben es dir? Ich möchte das nicht. Ich möchte ganz normal leben. Und ich möchte nicht diesen sinnlosen Krieg um Politiker, die keine Ahnung haben, und in was für Folgen sie uns stürzen hier, dementsprechend weiter unterstützen. Denkt bitte darüber nach. Wir beziehen 40% Gas aus Russland, 50% Öl und 50% Kohle. Das können wir nicht ersetzen bis zum Winter.
Und die Politik versucht euch klarzumachen, dass das geht. Und Herr Hofreiter sagt euch auch wie. Indem wir nämlich die Unternehmen schließen und nicht mehr produzieren und Subventionspakete schüren, die wir als Steuerzahler bezahlen sollen. Das ist seine Antwort, könnt ihr bei Markus Lanz nachhören. Und natürlich Kurzarbeitergeld für die Leute, die nicht mehr arbeiten können. Das ist die Maßnahme, die unsere Politiker auf dem Schirm haben. Denkt bitte darüber nach. Es geht auch um euer Leben und eure Zukunft und eure Familien. Es sind so viele Themen, die hier nicht mehr stimmen. Jeden Montag 19 Uhr könnt ihr euch gerne anschließen und mit uns gemeinsam für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und unsere Grund- und Menschenrechte auf die Straße gehen. Vielen Dank! Vielen Dank für die Rosen. Vielen lieben Dank. Gerade so zwei strahlende Mädchen gefunden und ich habe die. Ihr seid noch nicht so oft hier gewesen, oder? Ein, zwei?
Wir sind schon ein paar Mal hier gewesen, aber jetzt noch nicht so oft. Und ja, es macht immer wieder Spaß, hier zu sein und zu merken, wie viele Menschen hier rausgehen auf die Straße. Und ja, das, dafür sind wir auch hier. Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Woo! Vielen Dank. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 14. Ich werde diesen Sommer 15. Und ja, genau, ich bin gerne hier. Vielen, vielen Dank. Das ist doch wirklich ein Applaus wert. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Auch den Mut, dass sie gleich geantwortet hat. Wunderbar. So, hier habe ich noch eine alte Bekannte. Warum bist du auf der Straße, Silke? Ich weiß es gar nicht mehr. Also sie hat letztes Jahr die Demos zu Pfingsten in Berlin mit organisiert und auch die Flyer und alles entworfen, diese tollen linken Flyer und mit vielen Menschen aus der Friedensbewegung eben die Frieden, das kommt gleich noch, Dinge organisiert und genau, letzte Woche hatten wir deinen Mann am Mikrofon, heute hat er dich geschickt und genau, sie hat mit Christian zusammen die Friedensfahrzeuge ins Leben gerufen und kommen eben auch immer von weiter her. Jeden Montag hier Vibes zu nehmen. Vielen, vielen Dank. Aber sag mal, warum bist du auf der Straße? Was soll ich denn dazu sagen? Mit allen Argumenten, die Robert hier immer vorträgt. Den ganzen Wahnsinn. Ja, gibt's noch was zu ergänzen? Nee. Ah, doch, zu Lauterbach. Habe ich heute, oder gestern musste das gesagt haben. Also, es wären die Intensivstationen jetzt voller mit Geimpften, also Geboosterten. Deswegen, wenn die dritte Impfung weiter zurückliegt, also man muss hinterher impfen. Was willst du noch dazu sagen? Bei dem Mann können wir generell nicht so viel dazu sagen. Der ändert täglich seine Meinung, so wie er hoffentlich seine Unterhose wechselt. Wir haben das ja letztens gesehen mit der Entscheidung. Den einen Tag verkündet er, die Menschen dürfen selbst die Quarantänezeit bestimmen und nicht mal 24 Stunden später rudert er wieder zurück. Das ist immer sehr interessant. Jetzt frage ich einmal... Nein, kein Mut. Auch Kopfschütteln. Die Männer haben Mut. Die Männer haben Mut. Warum seid ihr hier? Auch nicht. Ja, wunderbar. Und woher kommt ihr, wenn ich fragen darf? Wir kommen aus Nitzschke. Ah, okay, also auch aus dem Speckgürtel. Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr da seid. Sie ist doch gar nicht schlimm, siehst du. Das sieht uns ja auch keiner. Ja, dann gehe ich noch einmal... Und gucken wir mal jemanden raus. Ja, bei dir weiß ich, du willst nicht. hier eine Dame. Hier frage ich einfach mal. Warum sind Sie hier auf dem Montagsspazieren? Weil die ganzen Maßnahmen, es einfach nur zum Kotzen ist, weil man die Schnauze voll hat. Ne? Dass man nur traktiert wird, man muss die Maske tragen, auf Arbeit, obwohl ich eine Befreiung habe. Und es ist einfach nur noch Wahnsinn, was hier passiert. Das ist ein Statement. Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Altentreptow. Wunderbar. Vielen Dank für die Anreise und vielen Dank, dass auch alle da seid und hier uns fleißig unterstützt. Wir haben vorhin gezählt. Wir sind heute 400 bis 420 Teilnehmer. Vielen, vielen Dank. Das ist im Vergleich zum letzten Montag doch deutlich viel mehr. Und wir müssen weiter auf der Straße bleiben und ja, bleibt weiter motiviert. Es sind so viele Menschen weiterhin auf der Straße und es ist weiterhin wichtig, der Politik die rote Karte zu zeigen. Jetzt Spaß, und jetzt kommt Margitta nochmal. Ich komme zu dir, Margitta. Und dann kommt euer Einsatz. Und du? Und Eckart dreht nochmal ein bisschen hoch. Ich muss. Margitta? Ich bin das Gas gerade.
auf die Straße! 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 Bitte schön! Super! Im Livestream haben wir jetzt 6.400 Leute. Das ist, die fehlen auf der Straße, ihr 6.400. Kommt mit raus. Aber ja, 6.400 Menschen, die sich das im Internet anschauen, wie in Neubrandenburg auf die Straße gehen, ist schon einfach Wahnsinn. Und dann gehen noch so viele Menschen heute mit uns bundesweit auf die Straße. Ich hatte heute ja, wie gesagt, das Gespräch auch mit dem Bürgermeister und die Frage ist, wie soll man das ausdrücken? Wir sind an einem Punkt, wenn man Argumente aufführt, werden immer nur Gegenbeispiele gebracht, anstatt einfach mal über Dinge nachzudenken. Die Frage zum Beispiel war, warum die Wahlbeteiligung zur Oberbürgermeisterwahl nur 30% betrug, weil wir nochmal das Thema aufgegriffen hatten, wo er gesagt hat, dass 62.500 Neubrandenburger nicht auf der Straße sind. Und ja, da kam er dann und meinte, ja, die 70%, die nicht wählen gegangen sind, die haben vielleicht an dem Tag was Besseres vorgehabt.
Ja, das mag für einen Teil zustimmen, aber viele Menschen, mit denen man sich unterhält, sind halt der Meinung, dass Wählen nichts mehr bringt. Und das ist irgendwie der größere Teil, den, was ich als Antwort bekomme, warum Menschen nicht wählen gehen. So hat jeder seine Ansichten, aber er meinte, die Wahl war trotzdem ein Erfolg für ihn, weil er 400 Stimmen mehr bekommen als bei der letzten Wahl. Da habe ich gesagt, also es tut mir leid, ich sehe da keinen Erfolg, wenn 70% der Einwohner nicht mehr wählen gehen, weil sie keine Alternativen sehen und die Parteien oder andere keine Kandidaten stellen, die man überhaupt wählen kann. So, Eckart, mach nochmal Musik. Ist doch für eine Demokratie irgendwie bescheiden.
Thank you.
gerne mal teilen und liken. Das ist hier unnütz. Thank you.
Genau, du weißt ja heute auch nicht, stark auf hoch. Wunderbar. So, ich komme hoch. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle teilgenommen habt, dass ihr mal kurz hier stehen geblieben seid. Und die Stelle zu grüßen, wir haben gesagt, heute grüßen wir den Eisball-Bart und wir haben den Eisball-Bart. Ich sage mal, ich grüße den Eisball. Wir haben mit einer Arme, die wir haben. Brandenburg, grüß Eisball! Neubrandenburg, grüß! Zu tun haben wir vieles auch zu wollen.
Wir können wirken für vieles, wenn wir uns, wenn wir uns so teilen. Wenn wir uns so teilen. Fliegt in ein Land, das kommt, tausend Generationen leben. Fliegt in ein Land, das kommt, Massensterne wie fliegen. Fliegt in ein Land, das kommt, Massensterne wie Rose, Kati, Frau Schulz. Wir lassen die Mittelstadt zerstören, an diesen kleinen blauen Kugeln. Wir lassen die Mittelstadt zerstören, an diesen kleinen blauen Kugeln. Wir lassen die Mittelstadt zerstören. Vielen Dank für die Rose. Ja, das ist auch sehr beruhigend, das Lied gewesen. Ja, so, die Demo ist zu Ende. Ich bedanke mich für alle Leute, die hier drin waren, für meine Moderatorin, für die Geschenke reingeschmissen haben und auch an die Hater und für euch, wäre es ja auch langweilig. Ne? Und ich verabschiede mich und wir sehen uns nächste Woche Montag 19 Uhr wieder hier live. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und danke auch an Vivian. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Nachti. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Mal. Fräulein Schulz. Uns hören uns, sehen und schreiben uns. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch eine schöne Woche. Bis denn. Ja, ich habe schon mitgekriegt, Bibin, dass du viel blocken musstest. Aber ihr habt eure Aufgabe super gemacht. Ich sag mal bis denn und tschüssi. Wir waren 8600 Leute hier im Live.
Teil der Maßnahmen.